Willkommen zurück bei Heroes of the Storm mit Arezu. Das hier ist Heroes of the Storm und ich bin Arezu und in dieser Folge gehen wir tatsächlich mal durch, was wir hier eigentlich so für Helden haben. Nach Universum sortiert. Ich weiß nicht genau, was dieses B hier bedeutet. Tja. Und da ich es nicht weiß, ignoriere ich es einfach. Ah, oh, Moment, hier haben wir es. Die Lost Vikings gehören dazu. Drei Helden in einem. Die Wikinger können zusammen angreifen oder sich aufteilen, um ein größeres Gebiet abzudecken. Verringerte Zeit bis zur Wiederbelebung. Ach, ich denke, das ist für dieses neue Spiel, das Blizzard hat. Ich halte mich nicht so auf dem Laufenden. Ich freue mich immer, wenn ein Spiel rauskommt, dadurch viel mehr. Aber lasst mich mal kurz nachgucken. Also in... Und bei der Heldenvorstellung jetzt, ich werde nicht komplett durchgehen, also nicht alle Fähigkeiten immer. Dafür bekommt jeder Held nach und nach seine eigene Folge, beziehungsweise mehr eigene Folgen. Hier, Overwatch. Nein, dazu passt das B irgendwie nicht. Sehr merkwürdig. Ich denke, das wird sich irgendwann aufklären. Sondern es geht eben darum, die erstmal sich anzugucken. Ihr werdet vielleicht wissen dann mehr wissen, was das für Leute sind. Gut, B nehmen wir raus und gucken uns die unter D an. Nämlich Diablo. Asmodan. Kenne ich persönlich nicht. Diablo habe ich nie wirklich gespielt. Diablo 2 wollte ich mal spielen, aber ich habe mir dann gedacht, wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, ist vielleicht doof. Ja, ein Fernkämpfer. Asmodan, den Namen kennt man auf jeden Fall schon. Nicht nur aus Spielen, sondern generell als Dämonennamen. Ja, Schwierigkeit leicht und ein Fernkämpfer. Feinde hat das Gegner sichere Verstecke aufsuchen können, ruft Dämonen herbei, die für ihn kämpfen. Also ein Beschwörer. Das klingt doch schon mal schön. Hier, Valar, die habe ich im letzten Spiel schon vorgezeigt. Ja, das Design hat eigentlich schon verraten, dass er auch aus Diablo kommt. Ebenfalls eine Fernkämpferin und ihre Eigenschaft erlaubt ihr immer stärker zu werden, wenn sie eine gewisse Zeit im Kampf war. Hier haben wir Tyrael, eins der Wappentiere von Blizzard quasi. Ein Engel aus Diablo, soweit ich weiß. Mächtiger Frontkämpfer, der seinen Verbündeten mit Schilden schützen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen kann. Explodiert beim Tod und fügt nahen Gegnern Schaden zu. Das heißt, er ist ein Tank, den man nicht töten sollte. Was ihn natürlich nur zu einem ganz gemeinen Tank macht. Außerdem sehen seine Flüge einfach klasse aus. Dann gucken wir... Nasebu. Wird höchstwahrscheinlich total angesprochen. Anders ausgesprochen. Vielleicht Nasibu? Nasibo? Nennen wir ihn einfach weiter Nasebu. Beschwört Spinnen, Zombies und Kröten und kann effizient gegen Gegnergruppen vorgehen. Zieht sterbenden Gegnern Lebenspunkte und Mana. Also, so wie Asmodan auch ein Beschwörer. Dann gucken wir hier. Diablo höchst selbst. Sollte ich vielleicht am Ende machen. Gucken wir hier. Sonja. Wie gesagt, ich kenne mich mit Diablo überhaupt nicht aus, deswegen kann ich hier im Prinzip nur ablesen. Geradlinige Kämpferin, die Wut anstelle von Mana verwendet. Das ist dann ungefähr offenbar wie die Kriegerin, wie die Krieger generell in WoW. Steht Gegner Lebenspunkte durch Angriffe und den Einsatz von Fähigkeiten. Also wieder ein Tank. Hier haben wir jetzt Diablo höchst selbst. Held mit aggressiven Fähigkeiten, der auf Gegner zustimmt und ihnen mit Feuern und Blitzen zusetzt. Sammelt die Seelen gefallener Gegner, um sich schneller wiederzubeleben. Im Prinzip wirkt das auch sehr tankig auf mich. Zum einen, er hatte diesen AE, bei dem Feuer immer von ihm ausgeht. Und zum anderen, das schneller wiederbeleben bedeutet einfach, dass man heftiger reingehen kann. Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Dann kommen wir zu StarCraft. StarCraft kenne ich mich nur wenig aus, aber immerhin mehr als mit Diablo. Probieren wir noch. Komm. Abatur.
Das ist offenbar ein Zerg. Okay, ein Nahkampf. Nimmt nicht direkt am Kampfgeschehen teil, sondern handelt durch Verbündete und Diener. Kann Giftnester platzieren, um wichtige Orte zu schützen. Also, wieder ein Beschwörer. Wir haben ziemlich viele Beschwörer offenbar. Raynor, den kennen wir bereits. Das ist der, mit dem man auch das Tutorial macht. Einer von diesen... Oh verdammt, jetzt fällt mir nicht mal mehr der Name ein. Einer von den Kerlen mit Kampfanzügen. Widerstandsfähiger hält der Gegner zurückstößt, Verbündete mit Stärkungseffekten belegt, kann in der Not schnell Lebenspunkte regenerieren. Dadurch, er ist im Prinzip ein Fernkampftank. Lasst euch von dem Assassine hier nicht irritieren, das da steht. Dann Nova, eine Scharfschützin, deswegen nehme ich mal an, Profil Damage aus hoher Entfernung. Tarnt sich außerhalb des Kampfes automatisch, sehr nett. Feuert aus der Ferne auf Gegner und setzt Attrappen ein, um Gegner zu verwirren. Das könnte eine Spielweise sein, die mir gefällt. Muss ich auf jeden Fall austesten, sobald möglich. Hoppala, hier bin ich falsch. Sergeant Hammer. Oder Sergeant Hammer. Kann in den Belagerungsmodus wechseln und erhält dabei größere Reichweite, Flächenschaden sowie erhöhten Schaden gegen entfernte Ziele. Die hat auf jeden Fall ihren Panzer mitgebracht. Das ist schon... Also damit bringt sie wirklich ein großes Stück Starcraft rein mit den Panzern der Terraner. Sehen. Ceratul, ein Protoss, wie es aussieht. Tarnt sich außerhalb des Kampfes automatisch. Sehr schön. Kann mittels Transit schnell zuschlagen und wieder verschwinden. Die Teleportfähigkeit der Protoss aus Starcraft wird damit höchstwahrscheinlich zum Vorschein gebracht werden sein. Möchte ich auf jeden Fall auch testen. Also generell, ich werde alle testen, aber die, bei denen ich sage, ich möchte sie testen, möchte ich besonders gerne testen. Die sind eben ganz, ganz schön. Tassador, wieder ein Protoss. Gewährt Verbündeten vorübergehend Schilde, spürt in der Nähe befindlichen gegnerische Helden auf und kann das Schlachtfeld zugunsten seines Teams beeinflussen. Also, ein Unterstützer komplett. Und hier haben wir Tyrus, einen anderen von diesen Mecha-Leuten. Wie hießen die, verdammt? Er greift Gegner mit Maschinenkanonen an, deren Feuerrate sich mit jedem Schuss erhöht. Wird also immer schneller, ähnlich wie Jinx in League of Legends. Manchmal müsst ihr euch dran gewöhnen, also falls ihr League of Legends nie gespielt habt, ich schon. Deswegen spreche ich eben öfter mal drüber. Und Kerrigan, quasi Endboss aus StarCraft. Ich habe die Kampagne nie gespielt und Teil 1 überhaupt nicht, deswegen weiß ich nicht. Eine aggressive Heldin, die durch Angriffe auf Gegner und den Einsatz von Fähigkeiten einen vorübergehenden Schild erhält, kann Gegner betäuben und zu sich ziehen. Also ein kontrollierender Tank, würde ich sagen. Also die Art von Tank, die sich trotzdem nicht treffen lassen sollte, aber eben die Leute kontrolliert, die Gegner. Gut, dann Warcraft. Und da haben wir jetzt einen ganzen Haufen Leute, von denen ich sogar einige kenne. Fangen wir mit Sylvanas an. Momentan die neueste Heldin. Begann als Fürstin der Nachtelfen. Und wurde von Arthas getötet, wiederbelebt und ist Anführerin der Untoten geworden. Mal sehen. Sie war immer schon Bogenschützin, deswegen wird das hier auch sein. Setzt gegnerische Diener und Gebäude außer Gefecht, erhält durch das Töten von Gegnern vernichtendes Feuer, mit dem sie kontinuierlich Schaden verursachen können. Also scheint nicht so sehr sich auf ihren Bogen zu spezialisieren, sondern mehr auf die Fähigkeiten als Banshee-Königin. 2. Von Menschen aufgezogener Ork, Anführer der Horde, für lange Zeit, bis er sich zurückgezogen hat, um Riss in der Erde zu stopfen. Ein schwerer Nahkämpfer, der mächtige Blitz und Erdzauber einsetzen kann, kann sich durch den Einsatz von Fähigkeiten selbst heilen. Er ist eben ein Schamane, dadurch viel Blitz, viel Heilung und trotzdem noch Nahkampf. Murky, ein Murloc. Was gibt's da groß zu sagen? Murky war, glaube ich, einer der Murlocs, die man als Mini-Pet bekommen konnte, wenn man bei einem bestimmten Event bei war.
Da kenne ich mich jetzt so gut dann auch leider nicht aus. Aber hier schleimt Gegner ein und spuckt Kugelfische, kann bei seinem Ei wiederbelebt werden. Ich nehme an, das wird so ein extrem nerviger Gegner sein, der einfach die ganze Zeit die Leute behindert. Muradin, ein Zwergenkönig, bringt ins Getümmel und betäubt Helden, regeneriert mehr Lebenspunkte, wenn er dem Tode nahe ist. Also definitiv Tank. Malfurion. König kann man nicht sagen, aber er hatte eine sehr hohe Position bei den Nachtelfen immer, bei den Druiden besonders. Halt Verbündete, stellt Mana wieder her, kann auf der Entfernung Gegner aufdecken und bewegungsunfähig machen. Eben Druidenfähigkeiten, Heilung und Gegnerkontrolle. Und wir sehen hier, er hat seine Flügel mitgebracht, er hat seine Krallen mitgebracht und sein Geweih. Alle Formen in einer Form vereint. Finde ich etwas übertrieben, aber naja. Lili, die kenne ich nicht. Übrigens, das hier stört ein bisschen, dass der Tooltip direkt über das Bild geht. Ich meine, klar, man kann abwechselnd gucken, aber ist doof gemacht. Unterstützung auf gute Positionierung angewiesen ist, um Verbündete mit heilenden Gebäuden zu schützen oder Gegner zu blenden. Also, ja, Support. Funkelchen. Ach, wie ist er? Funkeldrachen? Nein. Auf jeden Fall habe ich so einen als Minipad in WoW. Funkelchen, eine strategische Unterstützerin, die sich schnell zu Verbündeten teleportieren und Gegner verwandeln kann. Klingt durchaus nett. Falstad kenne ich nicht, aber offenbar gehört er zu den Greifenreitern. Kann Gegner aus der Ferne angreifen und zu entfernten Bereichen des Schlachtfelds fliegen. Das war immer ein sehr schöner Teil von Warcraft, die Greifenreiter, die ihre Hammer geworfen haben, die immer zurückkamen. Der Elite-Tauchen-Chieftain. Ein schwerer Frontsoldat, der um sich schlägt und Gegner betäubt, während der Verbündeten Stärkungseffekte verleiht. Kann an jede beliebige Stelle des Schlachtfelds springen. Okay, das ist nett. Da bin ich sehr enttäuscht, falls sie keine Soundeffekte mit reinbringen. Weil der Elite-Tauchen-Chieftain oder generell die Elite-Tauchen-Chieftains sind eine Band, die es seit Warcraft 3 gibt und die im Prinzip immer weiter mitgelevelt hat. Bis sie sich irgendwann nur noch hohe Elite-Tauchen Chieftain genannt haben. Also, ja. Die haben gar kein so großes Repertoire, soweit ich weiß, aber ein paar sehr schöne Lieder. I am Murloc, dann Woke's Good from Behind war, glaube ich, von denen. Chen, das müsste der sein, den wir aus dem Cinematic Trailer zu Cataclysm kennen. Ein Frontkämpfer, dessen Fähigkeiten besonders viel Schaden verursachen und mächtige Effekte auslösen, wenn sie kombiniert werden. Also ein Combo-Kämpfer wird schwierig zu spielen sein. Jetzt haben wir Anubarak, einen der Neruba, ich glaube der höchstrangige Neruba. Also ein großer Käfer, der über viele, viele kleine Käfer, die immer noch größer sind als Menschen, befehligt. Gräbt sich durch einen Tunnel schnell zu Gegnern und spießt seine Ziele auf, schützt sich durch einen nachwachsenden Panzer. Das ungefähr fasst auch gut den Kampf gegen Anubarak in WoW zusammen. Und Arthas, der Lichtkönig. Kommandant über untote Horden von unerreichtem Ausmaße. Konfrontiert seine Gegner, friert sie ein und verlangsamt sie. Frostkrams Macht verstärkt seine Angriffe. Frostkram, das ist sein Schwert, eigentlich Frostmourne, aber Blizzard hat so mit dem Übersetzen der Namen. Deswegen haben wir hier auch Uther Lichtbringer statt Uther Lightbringer. Gut, in dieser Folge wird jetzt nicht gekämpft. Es ging wirklich nur darum, mal alle hier durchzugehen. Und die Skins zeige ich dann natürlich in den entsprechenden Folgen, die Fähigkeiten ebenfalls. Ja, das, wo war's dann auch mit der Folge schon? Hatten wir den eigentlich? Ja, Zagara. Nein, Moment, Zagara hatten wir überhaupt nicht gesehen, oder? Auf jeden Fall auch ein Zerg. Fernkampf. Ja, verbreitet Kriecher und erschafft Zergdiener, die gegnerische Befestigung angreifen. Nee, den hatte ich bisher noch nicht gezeigt. Moment, jetzt muss ich mal kurz alle durchgehen. Und hier habe ich ja noch mehr verloren.
Oh, verdammt, ich habe total viele vergessen. Gut, Kommando zurück, das Video geht weiter. Rhaegar, den kenne ich gar nicht. Verwandelt sich in einen Geisterwolf, anstatt ein Reittier zu verwenden. Sehr schön schon mal. Verlangsamt Gegner, heilt Verbündete und gewährt ihnen ein Schild, der Schaden verursacht. Ja, ist doch nett. Also, ja, einen reinen Unterstützer würde ich das nicht nicht nennen eigentlich, aber... So, wo gehen wir weiter? Gaslowe. Natürlich einer der großen bekannten Goblins. Spezialisiert darauf, Gegner in Bereichen fernzuhalten und Gebiete mit Geschütztürmen und Explodium Sprengsätzen zu sichern. Kann seinen Todeslaser überladen, um mehr Flächenschaden zu verursachen. Also viel Technik. Mal sehen, wie der wird. Hier steht Spezialist als Rolle. Allerdings, was Spezialist genau ist, weiß ich ja noch nicht. Illidan, der Bruder von Malfurion, den wir hier hatten, wurde damals verbannt und ist zum Dämonenjäger geworden, hat das Augenlicht verloren, aber, also er hat nicht wirklich das Augenlicht verloren, er hat seine Augen ausgetauscht gegen eine spezielle Sicht. Deswegen trägt er jetzt diese Maske. Normalerweise würden seine Augen total grün leuchten, ungefähr wie hier beim Lichtkönig. Das Blau bloß eben als Grün. Ja, und sonst kämpft er eben einen sehr schnellen, sehr aggressiven Stil mit den insgesamt 4 Klingen von Azinot. Stürmt über das Schlachtfeld, weicht Angriffen aus und verfolgt Gegner gnadenlos. Dann Jaina Portmoor, verfügt über mehrere Flächenschadenzauber, verlangsamt ihre Gegner und friert sie ein. Eine sehr große Magierin, Eismagierin. Und mehr gibt's da kaum zu sagen, wenn man nicht über die Diplomatie in Azeroth reden möchte. Und kleiner, eine der Monstrositäten, schwerer Nahkämpfer, der einen Haken einsetzen kann, um Gegner zu sich zu ziehen, verströmt eine Gaswolke, wenn er getroffen wird. Also Tank. So, und jetzt gucken wir, habe ich jemanden vergessen? Ja, okay, Ceratul, den hatten wir. Ja. Okay, dann habe ich jetzt diesmal wirklich alle. Halt, stopp, einen habe ich vergessen. Usa, den Lichtbringer, den früheren Mentor unseres Lichtkönigs Arthas, den Anführer der Paladine und definitiv eine der wichtigsten Personen in der Warcraft-Lore. Und nicht zu vergessen, derjenige, der uns durch das Tutorial geführt hat. Keine Ahnung, wie ich den vergessen konnte. Auf jeden Fall konnte ich das Video ohne ihn nicht so stehen lassen, deswegen ist er jetzt hier reingeschnitten. Und es geht weiter mit der Verabschiedung durch Vergangenheits-Arezu, der noch immer glaubt, er hätte jeden Champion genannt. Das heißt, ihr könnt jetzt Kommentare schreiben. Und zwar Kritik, konstruktive, destruktive oder Anmerkungen oder was euch so gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lebt wohl!